Das Projekt Co-Management Amazonas Peru, GOGAP, unterstützt die Biodiversitätswettbewerbe und Kalender in den Dörfern und Schulen in der Pufferzone der Kommunalreservate El Sira, Ashanika und Machigenga und trägt damit zum Ziel des besseren und effektiveren Schutzes und nachhaltigen Nutzung der Biodiversität bei. Die drei Kommunalreservate mit 1.462.000 Hektar geschützten Amazonaswäldern sind umgeben von 2.100.000 Hektar Pufferzonen, zu ca. 70% ebenfalls bedeckt mit Regenwäldern. Oft transportieren die Schulen hier in Peru Werte und Wissen, die dem Schutzgedanken und der Idee des Biodiversitätserhalts entgegenlaufen. Die Biodiversitätswettbewerbe und Kalender bieten eine Alternative dazu an. Beides sind wichtige Instrumente einer interkulturell orientierten Umwelterziehung, die den Tropenwalderhalt sowie der kulturellen Identität der indigenen Amazonasvölker und deren Werten und Praktiken entsprechen. Wir unterstützen damit den interkulturellen Dialog und das interkulturelle Management der Biodiversität. Und wir beraten das Umweltministerium MINAM, die Naturschutzbehörde SANAMP, die indigenen Dorfgemeinschaften, ihre Organisationen und die Schulen und Schulbehörden, die sogenannten UJELES, in den Pufferzonen, um die Biodiversitätswettbewerbe und Kalender als Beitrag zur Umwelterziehung in die Lehrpläne der Schulen zu integrieren. Die Biodiversitätswettbewerbe und Kalender entsprechen den Prioritäten der nationalen Umwelt- und Erziehungspolitik, bei der die Erhaltung der Biodiversität sowie die soziale Integration und die Interkulturalität im Vordergrund stehen. Die an das peruanische Umweltministerium angegliederte Schutzgebietsbehörde SERNAMP hat die Aufgabe, die immense Biodiversität in den Naturschutzgebieten zu erhalten. Dabei geht es nicht um den Schutz des Schutzes wegen, sondern um einen nachhaltigen Ansatz, der lokale, regionale und die nationale Entwicklung erzeugt und fördert. Dabei kommt den kommunalen Schutzgebieten eine besondere Rolle zu. Es sind angestammte indigene Lebensräume, die auf Wunsch der indigenen Amazonasvölker geschaffen wurden, als Reservat für zukünftige Generationen. Unsere Strategie ist es, in diesen Gebieten sowohl den Erhalt der biologischen Vielfalt als auch die nachhaltige Nutzung und Entwicklung zu sichern. Eines der interessantesten Themen hierbei ist die interkulturelle Umwelterziehung. Más importante es el tema de educación ambiental. Wir versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen den modernen und nicht im Amazonas-Kontext stehenden Lehrplänen an der Schule und dem Ort, an dem sie sich befindet. Das heißt, eine Brücke zwischen Lehrinhalten und Kontext. Der Biodiversitätskalender unterstützt den Lehrer, die Lebenswirklichkeit der Kinder im Jahresablauf sowie im kulturellen Tropenwaldkontext zu verstehen. Das heißt, im Kontext, in dem das Leben der Kinder stattfindet. Dies sind die Lebensbereiche des Waldes, der Gewässer und der Felder. Der Kalender mit diesen drei Ökosystemen wird gemeinsam zwischen Schülern, Lehrern und Eltern erarbeitet. Porque si los pobladores, si las comunidades indígenas, los niños y niños, sus escuelas, no conservan esta área,
Wenn die Bewohner, die Dorfgemeinschaften, die Kinder und die Schulen diese Ökosysteme nicht schützen, dann werden die Bedrohungen zunehmen. Wenn aber andererseits die Kinder ein Bewusstsein für den Erhalt der Biodiversität entwickeln, nehmen die Bedrohungen ab. An den verschiedenen Orten haben sich auch die Eltern der Kinder außerordentlich motiviert beteiligt. Denn sie sind es, die die Lebens- und Arbeitszyklen in diesen drei Ökosystemen, Wald, Gewässer und Feld, genau kennen. Del proyecto Cogestión Amazonía Perú. Das Projekt Co-Management Amazonas Peru veranstaltet hier im Distrikt Puerto Bermúdez einen Workshop zur Erstellung der Biodiversitätskalender und zur Vorbereitung der Biodiversitätsmessen. Es nehmen 7 indigene Dörfer aus der Umgebung teil, insgesamt 39 Personen, Dorfbewohner und Lehrer. Die Erarbeitung der Biodiversitätskalender, gemeinsam mit den Eltern und den Kindern, dient in erster Linie dazu, die Lehrer in die Lebenswirklichkeit in den Kommunalreservaten im Amazonas einzubeziehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der andere Aspekt ist jener, dass die Arbeit an dem Kalender die Schule aus ihrer isolierten Stellung herausnimmt und sie in den Kontext der Amazonas-Wirklichkeit stellt und mit den Besorgnissen der indigenen Bevölkerung konfrontiert. Ocupaciones ambientales de la comunidad. ¿Qué se encuentra en el bosque? ¿Qué se encuentra en el agua? Was finden wir im Wald? Was im Wasser? Im April beginnt für uns die Jagd, weil in diesem Monat, in dieser Jahreszeit, die Tiere gut genährt und dick sind. Wir jagen die Tiere, um zu überleben. Para sobrevivir en nuestros hogares. El mes de junio sigue continuando con el deshierveo de dichos productos. Im Juni beginnt das Unkrautjäten der Feldfrüchte. Im August schon ernten wir dann die Wassermelone, Bohnen und Erdnüsse. Diese Feldfrüchte brauchen nur 3 Monate bis zur Erntereife. Im Mai machen wir Brandrodung für neue Felder und pflanzen die Amazonaskartoffeln. Im August ernten wir Achote, das ist die Malve. Wer nutzt die Achote? Die Tiere und wir auch. Die Ausarbeitung des Kalenders ist nicht nur ein redaktioneller und grafischer Prozess zur Dokumentation der Biodiversität und der Lebenszyklen im Jahresablauf. Dieser Prozess ist lediglich ein Teil eines größeren, übergeordneten Prozesses, bei dem gemeinsam zwischen Schule und Dorf Umweltprojekte entstehen und umgesetzt werden. Tiene que haber una acción práctica.
Wichtig ist dabei die praktische Umsetzung, bei der die Schüler, die Eltern, das ganze Dorf und die Lehrer ihr Wissen und ihre Kenntnisse zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Biodiversität zeigen und sichtbar machen. Das wird mit der Biodiversitätsmesse erreicht. Die Messe ist ein Instrument zum Sichtbarmachen dessen, was in den Ökosystemen der drei Lebensbereiche erhalten und geschützt wird. Die Bewertung dessen, was ausgestellt und erklärt wird bei den Messen, basiert auf zwei Kriterien, eines quantitativ und eines qualitativ. Quantitativ bedeutet, dass das Kind, das die meisten Objekte aus Wald, Feld und Gewässern ausstellt, die meisten Punkte bekommt. Der qualitative Aspekt betrifft zum einen die Art und Weise der Präsentation, sei es in Spanisch oder Shipibo oder Ashaninka. Es wird beurteilt, wie gut der Schüler Bescheid weiß und erklären kann. Zum anderen ist es die Attraktivität der Präsentation. Hier achten wir auf die Kleidung des Kindes und die Attraktivität des Stands. Diese Kriterien werden bei der Auswertung beachtet. Se han realizado tres ferias de la biodiversidad en comunidades nativas de la cuenca del río Tambo. In den indigenen Dörfern der Region Rio Tambo haben wir drei Biodiversitätsmessen veranstaltet. Ich bin von dem großen Interesse der Dörfer und dem Einsatz der Lehrer und Eltern sehr beeindruckt. Das hatten wir so nicht erwartet. Man merkt, dass sie sich engagiert für die Erziehung ihrer Kinder einsetzen. Están muy comprometidos con la educación de sus hijos. Quieres echarte, tienes que hacerle reposar en una olla lleno de agua para. Das musst du in einen Topf geben und in Wasser einweichen. Wenn du es morgen anwenden willst, dann musst du es heute Nachmittag einweichen. Wenn es fertig ist, dann nimmst du es zum Sauermachen. Das wird auch genommen gegen Grippe. También se come cuando tienes gripe. Okashi, arika, ora, paita, limpa. Ashi, ora, arika, hoki, takia. Arika, hoki, takia. Paite, ora, shi. Paite, pikotsi, hata, kero, impoini. Este saltamonte es un ave, es un insecto, diría. Das ist die Saltamonte, ein Vogel, nein, ein Insekt, das man hier an den Berghängen findet. Sie fressen zum Beispiel die Blätter von Kakaopflanzen. Das ist ein Tier, das hier sehr bekannt ist. De cacao, este es un animal más conocido de todo este. Voy a comenzar con el segundo puesto para la categoría primero y segundo de primaria. Ich beginne jetzt mit der Übergabe der Prämie für den zweiten Platz in der Kategorie Grundschule. Dafür rufe ich auf Yara Manongo Campos. Mein Name ist Yara Manongo Campos. Aquí está la diploma de honor y también le hago entrega de esa hermosa camisa para ti, Pashi. Muy bien, gracias. Ecuashánica y también como organizaciones indígenas, como parte de Ecuashánica, este proyecto va a fortalecer más. Die indigene Organisation Ecuashaninka begleitet diese Veranstaltung und ist sich sicher, dass dieses Projekt COGAP die indigenen Belange unterstützt und unsere Organisationen stärkt.
Wir sind beeindruckt von der massiven und aktiven Beteiligung der Kinder, Eltern und Familien des ganzen Dorfes an dieser ersten Biodiversitätsmesse hier im Rio Tambo. Biodiversität in dieser Zone des Rio Tambo. Jetzt singen wir gemeinsam unsere Nationalhymne in der Sprache der Yine. Idioma Yine. Uno, dos, tres. Bueno, ahora estamos en la comunidad nativa de Miaria, ¿no? Wir sind hier in der indigenen Gemeinde Miaria. Drei Tage hat die Reise hierhin gedauert. Einen von Guiabamba nach Ivochote, einen Tag von Ivochote nach Timpia und dann einen weiteren hierhin. Das sind sehr, sehr weite Entfernungen. Für mich ist das eine wichtige Initiative, diese Biodiversitätsmesse. Sie entspricht dem, was wir brauchen, um unser Wissen, unsere Bräuche und Lebenspraktiken als Völker der Machigenga, Ashaninka, Yine und Kakintes hier im Kommunalreservat Machigenga wertzuschätzen und zu erhalten. Es ist mir sehr wichtig, dass wir das nicht verlieren. Algún plato que tengas aquí originario, que nadie lo haya probado, que lo hayas inventado, que lo hayas sajino ahumado presenta, ¿no? Sí, ahumado. Nombre de sajino, nombre del plato que consiguió ahumado. En esa época no había A ver, tienes un plato original. ¿Ese siempre lo comen acá? ¿Ese es el sajino humano? No, pero lo comen, pero ya lo prepara, ya no es así. ¿No es asado? No, utiliza hoy día, utiliza condimento. Pongámosle un puntito. Primero café tiene esto. Dime, no, otro, la pequeñita había. Ahí está. Está muy arriba, mi hijo, no van a ver. Maquillageshi. Para comida. También está subiendo grande. ¿Me lo comen de vez en cuando o crees que es un nuevo plato? De vez en cuando. Ya me picó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es diferente para hacer es eso. Sí. Y es chupispa. Más típica de chupispa. De chonta.
Das ist Chupispa aus Palmherzen. Das wird so zubereitet und gegessen. Früher hat man das ohne Löffel gegessen. Antiguamente no se come. No usaban cuchara. Simplemente usaban esos platos. Normal. ¿Qué tiene? Nada. También de pescado. Pescado ahumado. Lea. Por eso es más sato cuando era su masa. Lo preparan hasta primero. Explica directamente. Hier ist die Yuca, aus der man Masato zubereitet. Das ist ein fermentiertes Maniokgetränk. Se machuca con piedra. Dejan casi tres días. Su endulzar. Es lo que hacen en el... Por otras cosas más, con la chuspa. Das hier wird mit der Wurzel eines Baumes gefärbt, der heißt Pozotarroqui. In Spanisch gibt es dafür keinen Namen, weil früher hat hier niemand Spanisch gesprochen. Wir vergeben eine Bescheinigung für die Teilnahme an der von Co-Gestion organisierten Biodiversitätsmesse an Jaminson Liner Rico Tentello als Aussteller. La experiencia de 12 ferias en la cual han participado alrededor de 15 comunidades. Die Erfahrungen mit 12 Biodiversitätsmessen für 15 Dörfer waren außergewöhnlich. Für die Dorfbewohner sind diese Biodiversitätsmessen eine Bereicherung des kulturellen Lebens. Und sie tragen zur Stärkung der kulturellen Identität der Kinder bei. Die Kinder haben dabei keine Scheu und keine Scham, ihre kulturellen Attribute zum Ausdruck zu bringen. Sie präsentieren ihr Wissen über ihre Pflanzen und Tiere und deren Nutzen in ihrer eigenen Sprache, in ihrer eigenen traditionellen Kleidung. Sie sprechen über die Geheimnisse und die Kultur ihrer Biodiversität, sicher, stolz, kenntnisreich, beobachtet von ihren Eltern, die stolz zuschauen. Sie sehen in ihren Kindern die Zukunft der Erhaltung ihrer natürlichen Umwelt. Pero es muy amargo. La iniciativa de cogestión Amazonía de la cooperación alemana viene apoyando fuertemente este tipo de estrategia. Das IKI-Projekt Co-Management Amazonas Peru der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit der GIZ unterstützt diese Art von Strategien der Umwelterziehung mit interkulturellem Ansatz mit aller Entschiedenheit. Hier mit der Durchführung der Biodiversitätsmessen, auf denen die lokale Bevölkerung, vor allem die Schüler, ihr Wissen über die Biodiversität in den Schutzzonen präsentieren. Und darüber hinaus wird die Bedeutung der Produkte als Lebensmittel, als Medizin, für den Tourismus etc. erklärt. Dieses Wissen erzeugt ein Bewusstsein, dass Biodiversität schützenswert ist und erfüllt die Zielvorgaben von CERNAMP nach der Devise Biodiversität schützen, nachhaltige Entwicklung fördern. Das Projekt Co-Management Amazonas Peru ist auf diesem Gebiet eine der interessantesten Initiativen, weil sie die Kinder, die Schüler einbezieht. Denn diese sind es, die in Zukunft die politischen Entscheidungen treffen und über Naturschutzgebiete und deren Bedeutung bestimmen. In diesem Sinne gratuliere ich dem Vorhaben Co-Management Amazonas. Die Initiative kann sich weiterhin auf die Unterstützung von CERNAMP verlassen, damit wir gemeinsam, Hand in Hand, unser Ziel erreichen. En ese sentido, felicito esta iniciativa y desde ya cuente con el apoyo del CERNAMP para trabajar mano a mano, codo a codo en su implementación. Muchas gracias. Shio shio rikitin, shio shio rikitin, kameti kameti yobe saen kanak, shio shio rikitin. Kameti, kameti, jove zain kanak. Inne vente enokri, inne vente savi. Inki shoke enokri, shio shio rikiti. Inki shoke enokri. Inpe shi pe shi engataro jo, irinka ni pangote. Ah, ella, ah, ella. Gracias.
Coge el llave aquí.